Meine Damen und Herren, heute ist die letzte Vorlesung von Kennzeichen 2 und ich freue mich über alle die, die noch in so einer ungewöhnlichen Zeit am Ende des Studienjahres sich noch da hierher verirrt haben. Und wir werden also heute die Tensorrechnung im Rahmen dessen, was in einem Studienjahr gebracht werden sollte, abschließen. Das Kapitel, mit dem wir gerade beschäftigt sind, ist Tensoren und Kurven. Und ich möchte insbesondere, weil so das Ende dieser letzten Vorlesung schon etwas unter Zeitdruck gestanden ist, so ähnlich wie letztes Mal vor einer Woche aufschreiben, wie man die Änderung eines Vektors a längs einer Kurve c, irgendeiner Kurve, berechnen kann. Und da geben wir also eine Kurve c vor, die Parameterdarstellung, also QI ist gleich QI von T, T ist der Parameter, und wenn man jetzt längs dieser Kurve einen Vektor A betrachtet, also unter Vektor verstehen wir ja immer ein Vektorfeld, also kann man insbesondere längs dieser Kurve die Vektoren betrachten und dann wollen wir uns anschauen, wie ändert sich dieser Vektor längs der Kurve pro Einheit des Parameters. Und das sage ich insbesondere deshalb, weil bei Anwendungen in der Physik ist der Parameter dann oftmals die Zeit. Und die Kurve ist dann halt eine Bahnkurve. Und im Verlauf der Zeit t bewegt sich halt dann ein Massenpunkt, ein Objekt längs dieser Kurve. Und wenn man sich also dann, man betrachtet also jetzt so ein Vektorfeld, ein Vektor a phi, und die Änderung dieses Vektors a phi mit dem Parameter t längs der Kurve, jetzt, das kann man dann schreiben als dA phi nach dQI mal dQI nach dt. Da ist es eine partielle Differenziation, weil der Vektor a von allen Koordinaten QI abhängig ist. Da ist es eine vollständige Differenziation, weil die QI nur mehr von dem einen Parameter t abhängig sind. Also so kann man diese Änderung aufschreiben. Und da wollen wir also jetzt insbesondere diesen Teil, also die Änderung des Vektors a phi mit der Koordinate QI, entsprechend ausführlicher schreiben, so wie Sie das schon kennen. Das geht zurück auf das Kapitel kovariante Ableitung. Da heißt es natürlich, nämlich, das ist einmal AB kovariant nach I und dann mal den Basisvektor GG Pfeil. Das ist dieser Term. dA Pfeil nach dQI lässt sich schreiben als AG nach I GG Pfeil. Also das hier sind die Komponenten dieses differenzierten Vektors in Bezug auf die Basisvektoren GG. Und da müssen wir also noch mit dem dQI nach dt multiplizieren. Dass das so ist, ist eine Folge der Kettenregel. Ich habe da einfach die Kettenregel aufgeschrieben. Und das lässt sich aber natürlich auch so schreiben, dass man dort die je so umklappt gewissermaßen. Also ich kann auch schreiben, a um g nach i und dann mal g oben je Pfeil. Und dieses A unten je nach I, das sind also jetzt die Kovarianten-Komponenten von diesem dA-Pfeil nach dQI. Natürlich mal die Kontravarianten
Basisvektoren. Und dann kommt wieder natürlich das, was da schon steht. EQI nach dt. Und um das also entsprechend ganz klar zu machen, möchte ich das jetzt ganz trivialerweise noch einmal aufschreiben, indem ich aber diese zwei Faktoren umdrehe. Wir schreiben also AG nach I mal EQI nach dt und dann mal dj Teil. Jetzt sehen Sie, dass das Ganze, was da hier steht, dass das die Komponente von diesem dA-Pfeil nach dt ist, in Bezug auf den, zwar die Kovariante, die Kontravariante, in Bezug auf die kovarianten Basisvektoren. Das hier sind die Komponenten von dem Vektor in Bezug auf dj. Indem ich das dqi nach dt dann noch vornehme, habe ich hier jetzt die Komponenten von dem Vektor, dA' nach dt, und nicht nur nach irgendwelcher Koordinate, sondern nach dem Parameter dieser Kurve, also längs der Kurve, mal gegen d. Und da machen wir das wieder auch entsprechend und haben also dann a unten j nach i, jetzt mal dqi nach dt mal d oben je Pfeil. Und jetzt sehen Sie hier wieder die Komponenten von dA Pfeil nach dt, die Kovarianten in Bezug auf die Kontravariante Basis dj Pfeil, da die Kontravariantenkomponenten in Bezug auf diese Kovariante Basis dj Pfeil. Also ich glaube, das kann man hier recht deutlich sehen jetzt. Und damit haben Sie also, und das ist also alles noch eine Wiederholung vom letzten Mal, um das für Sie noch übersichtlicher zu gestalten, damit ergibt sich jetzt unmittelbar die Definition der absoluten Ableitung. Also entschuldigen Sie, wenn Sie sich das dann in Ruhe durchlesen und feststellen, das hat er uns eh schon letztes Mal gesagt. Aber es ist vielleicht, hier ist eine Spur übersichtlicher für Sie und leichter zu merken. Und Ableitung schreibt man noch eher wovon? Von entweder A unten, oben A oben je, beziehungsweise A unten je, und zwar längs der Kurve C. Und das ist jetzt genau das, was hier eingerandert ist. Und wir schreiben das mit große D, D, und da haben wir jetzt dann entsprechend ein A oben je nach dt. Das ist das, was da steht. A oben je nach I. dqi nach dt. Das ist dieses dA oben je nach dt. Und entsprechend gibt es also dann das dA unten je nach dt. Das ist dann das hier. Das ist A unten je Kovariant nach i mal wieder dqi nach dt. Und mit diesen Definitionen hier kann man jetzt natürlich sofort dieses dA-Pfeil nach dt, diese Änderungsrate des Vektors a längs der Kurve c, dann natürlich sofort aufschreiben. Damit erhält man also letztendlich, dass dieses dA-Pfeil nach dt in einer sehr übersichtlichen Form
wieder so in der Art wie eine Kettenregel geschrieben werden kann, aber das ist da eigentlich schon inkludiert, dass wir da hier schreiben können, d a oben je nach dt mal g unten je Pfeil oder auch d a unten je nach dt mal g oben je Pfeil. Also, man kann diesen Änderungsvektor dA Pfeil nach dt wieder in Komponenten schreiben in Bezug auf g unten je, dann sind es die Kontravariantenkomponenten, sie steht auch oben, oder in Form von Kovariantenkomponenten in Bezug auf die Kontravariante Vektorbasis. Also ich glaube, in der Form sollte das für Sie sehr übersichtlich sein. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt wollen wir einen speziellen Vektor wählen, der sich auf diese Kurve, die wir da betrachten, bezieht. Und dieser spezielle Vektor soll der Tangentenvektor sein. Wir betrachten also den Tangentenvektor. T-Pfeil. Und dieser Tangentenvektor T-Pfeil, also an die Kurve C, den kennen wir schon lang, das ist schon ein alter Bekannter von uns. Dieser Tangentenvektor wird einfach so geschrieben, dass also die Kovariante i-te Komponente des Tangentenvektor einfach dqi, ja, und zwar wieder mit vollem d, ein bisschen aufpassen, dass man da nicht unnötige partielle Ableitungen schreibt, dqi nach dt. Das haben wir uns längere Zeit vorher, schon vor etlichen Wochen überlegt, dass man, wenn die Kurvenparameterdarstellung qi gleich qi von t gegeben ist, dass dann der Tangentenvektor die kontravarianten Komponenten dqi nach dt hat. Naja, und da wollen wir also jetzt die absolute Ableitung dieses Tangentenvektors berechnen. Die Berechnung der absoluten Ableitung. Das führen wir durch, nicht kompliziert, aber man muss halt genau wissen, was man macht. Also schreiben wir dti nach dt. Was haben wir? Das ist eine kontravariante Komponente hier auch. Wir schauen uns also das als Muster an jetzt. Das ist also Ti, also da haben wir mit je geschrieben. Da ist es i, jetzt muss man einfach ein bisschen umdenken. Schreiben wir Ti nach n mal dqn nach dt. Schauen Sie her, da ist es je und der Summationsindex war i, da ist es jetzt halt i und statt je kommt i und statt i kommt n. Dasselbe. Heute die Indizes ein bisschen anders bezeichnet, weil sich das jetzt in weiterer Folge als zweckmäßig herausstellt. Und damit man das also im Detail herausbekommt, führen wir natürlich diese kovariante Ableitung Ti nach n durch. Naja, das ist ja für uns nichts Neues mehr. Also da müssen wir zunächst einmal die partiellen, wie ich oft gesagt habe, die naiven partiellen Ableitungen bilden. Also dti nach dqn, das ist der erste Teil von dieser kovarianten Ableitung und dann haben wir plus
dann kommt die Geschichte mit den Christoffelsymbolen und da haben wir also Gamma, I, N und dann kommt noch ein Summationsindex M, T, M. Das ist die kovariante Ableitung, die hier steht. Und dann kommt natürlich noch der Faktor dazu, dqn nach dt. Naja, wenn das da so hinein multipliziert wird, dann sieht man gleich, da heißt dti nach dqn mal dqn nach dt, Kettenregel, es bleibt also hier stehen, dti nach dt. Ja, dti nach dqn, dqn nach dt, dti nach dt. Und dann bleibt da stehen plus Gamma. Und jetzt nützen wir aus Übersichtlichkeitsgründen, aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass das jetzt auch passiert, die Symmetrie des Christoffelsymbols im Hinblick auf die unteren zwei Indizes. Man darf hier also umdrehen wegen der Symmetrie. I, M, N. Und dann steht da Tm und wieder multipliziert mal dqn nach dt. Ja, und da ist man eigentlich damit schon fertig, weil daraus ergibt sich jetzt letzten Endes, dass eben dieses dti nach dt, was wir da gerade ausrechnen, dti nach dt, die absolute Ableitung des Tangentenvektors einfach gleich ist. Und jetzt setzen wir dieses Ti von da oben auch wirklich ein. Die Ti sind dqi nach dt. Jetzt steht da d nach dt von dqi nach dt. No, das ist d2 qi nach dt Quadrat. Sie melden sich, jeder, die Sie da herin sitzen jetzt, und jeder sofort, wenn Sie das Gefühl haben, ich habe mich geirrt oder Sie verstehen es nicht. Bitte. Also damit wollen wir nicht jetzt in der letzten Stunde brechen mit dieser Tradition. dqi nach dt und dann dti nach dt, das ti ist dqi nach dt, d nach dt von dqi nach dt ist d2 qi nach dt Quadrat. Und jetzt haben wir da Plus und da haben wir g gamma i m n, d, das tm, das ist dqm nach dt. Und dann bleibt da dieses dqn nach dt stehen. Das ist ein wichtiger Ausdruck. Das ist also die absolute Ableitung des Tangentenvektors an eine Kurve längs dieser Kurve. Ein Ausdruck, der Ihnen vielleicht jetzt noch nicht bekannt vorkommen wird, aber den werden wir heute noch ein paar Mal verwenden. Jetzt wollen wir uns zunächst einmal die Länge dieses Vektors t anschauen. Länge von diesem Tangentenvektor t-Pfeil. Das lässt sich relativ leicht ausrechnen, weil der Betrag von t-Pfeil, und jetzt gehe ich also auf die Uranfänge unserer Vorlesung im Oktober oder November vergangenen Wintersemesters zurück, der Betrag eines Vektors mit Komponenten ti ist gij ti tj. Da haben wir ursprünglich erstmals den Metriktensor bei der Gelegenheit angetroffen. Also haben wir, das ist gleich gij und dann ti, tj. Naja, ti ist dqi nach dt.
und dqj nach dt. Und natürlich die Wurzel draus. Weil das ist das Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst und die Wurzel draus ist dann die Länge dieses Vektors. Wenn Sie sich jetzt gerade nicht erinnern sollten, dann schlagen Sie zurück, schlag nach im Wintersemester, da steht das alles. Und das kommt Ihnen vielleicht auch bekannt vor, weil da hatten wir den Ausdruck für die Bogenlänge. Das S, das war das Integral von Wurzel aus GIJ DQI nach DT DQJ nach DT Integral über T. Natürlich vom Anfangsparameter bis zum Endparameter des Bogenstückes, um das es da geht. Na, daraus ergibt sich aber, dass das ds einfach gleich ist, diese Wurzel mal dt. Und damit, dass ds nach dt gleich ist dieser Wurzel aus gij dqi nach dt, dqj nach dt. Naja, und da sehen Sie jetzt, wenn bei der Kurve, um die es hier immer geht, zufällig einmal die Bogenlänge als Parameter gewählt wird, dann wird ds nach dt gleich 1 sein. Dann ist es ds nach ds. Und das bedeutet dann, dass diese Wurzel gleich 1 ist und dass damit letzten Endes der Betrag des Tangentenvektors gleich 1 ist. Also Folgerung: Für eine Kurve, bei der die Bogenlänge der Parameter ist, für eine Kurve C, bei der Bogenlänge S der Parameter ist, gilt Betrag T-Pfeil ist 1. Also immer der Einheitsvektor. Nicht nur, dass der Tangentenvektor eben immer tangentiell an die Kurve liegt, er hat noch dazu in dem Fall immer die Länge 1. Und ich erwähne das deshalb, weil sich damit hier eine wichtige weitere Größe ergibt, die schon in verschiedenen Anwendungsfällen sehr wichtig ist, nämlich der Hauptnormalvektor. Und dieser hauptnormalen Vektor, den bezeichnen wir als n-Pfeil und dieses ni, die kontravarianten Komponenten dieses hauptnormalen Vektors, das ist jetzt die Änderung des Tangentenvektors in Abhängigkeit vom Parameter. Also dti nach ds. Aber wichtig ist, es muss die Bogenlänge sein, um die es da hier geht. Also das ti schreibe ich vielleicht noch einmal ausführlicher her, ist also d nach ds von, und das ti ist jetzt dann nicht einfach dqi nach dt,
sondern DQI nach DS. Es ist also, um den hauptnormalen Vektor definieren zu können, wichtig, dass der Tangentenvektor, um dessen Änderung es hier geht, immer die Länge 1 hat. Dass es nur um die Richtungsänderung des Tangentenvektors und noch nicht um eine Längenänderung geht. Weil die Länge des Tangentenvektors ist immer gleich 1, wenn man als Parameter der Kurve die Bogenlänge wählt. Und das kann man im Prinzip ja immer. Weil jede Kurve, die wir da betrachten, hat eine Bogenlänge und die kann man als Parameter wählen. Ja, warum denn nicht? Von einem gewissen Ausgangspunkt aus ist eben dann die Bogenlänge der Parameter. Und dieses Ni, das d nach ds von dqi nach ds, das beschreibt den hauptnormalen Vektor. Der steht also, wie ich jetzt nicht näher beweisen werde, senkrecht auf die Kurve und zeigt irgendwie in die Richtung, wo sie sich halt maximal krümmt. Und um diese Krümmung geht es. Aber nachdem er so wichtig ist für geometrische Anwendungen, möchte ich ihn jetzt noch einmal aufschreiben. dti nach ts. Da können wir das dti nach dt nehmen und einfach t durch s ersetzen. Also einfach als Parameter, das ist ja auch einer der möglichen Parameter, halt die Bogenlänge wählen. Also kriegen wir für dieses ni auch heraus, d2qi nach ds Quadrat. Und dann wieder plus, und dann haben wir Gamma I im N. Und mal dqm nach ds. dqn nach ds. Das ist der Ausdruck für diesen hauptnormalen Vektor. Und wir bezeichnen jetzt eine Größe als Krümmung. Krümmung der Kurve C. Die ergibt sich dadurch, dass man den Betrag dieses hauptnormalen Vektors betrachtet. Kappa nennt man sie, und das ist der Betrag des hauptnormalen Vektors n. Und daher natürlich ganz einfach, Wurzel aus gij ni nj. Die Krümmung der Kurve C. Und ich lege da besonderen Wert drauf, weil Sie werden sich vielleicht denken, na ja gut, das ist ja keine so großartige Sache. Wir wissen ja, wie man die Krümmung einer Kurve bestimmt. Wenn man einen Kreis hat, dann ist die Krümmung einfach der reziproke Radius und so. Aber hier spielt sich das alles im Rahmen einer Mannigfaltigkeit ab. Zum Beispiel kann sich das auf einer Kugelfläche abspielen. Und wenn man dann auf einer Kugelfläche, wie zum Beispiel der Erdoberfläche, eine gewisse Kurve betrachtet, zum Beispiel die Bahnkurve eines Ozeandampfers oder eines Flugzeuges, was auch immer, dann wird diese Krümmung der Kurve C, die Krümmung dieser Kurve sein in Bezug auf die Mannigfaltigkeit, in der sie sich befindet. Wenn sie sich also zum Beispiel längs eines Meridians bewegen, dann hat ihre Kurve natürlich Kreisform, aber betrachtet als Kurve auf der Kugeloberfläche, kommt hier dann Null heraus. Die Krümmung dieser Kurve in Bezug auf die Mannigfaltigkeit, in der sie sich befindet, die ist so bestimmt.
Und da kommt dann auch heraus, dass dann etwa, wenn Sie längs eines Großkreises auf der Kugel unterwegs sind, diese Krümmung gleich 0 sein wird, obgleich von außen betrachtet dieser Meridian natürlich selbst wieder eine Kreislinie ist. Und die Krümmung ist dann 1 durch den Erdradius. Aber das ist nur, wenn Sie die Kurve als eine Kurve im R3 betrachten. Wenn Sie sie hingegen als eine Kurve auf der Erdoberfläche betrachten, was eine zweidimensionale Fläche ist, dann kommt Ihnen diese Krümmung heraus. Wenn Sie es eben für die Kugelfläche machen. Wenn Sie das Gleiche für einen R3 machen und dort diese Kurve beschreiben und das dann ausrechnen, kommt Ihnen eine andere Krümmung heraus. Nämlich die Krümmung, die Sie dann aus der Sicht des R3 beobachten. Also die Krümmung hängt immer davon ab, in welcher Grundmannigfaltigkeit man sich befindet. Daher wird das auch oft als geodätische Krümmung bezeichnet. Da kommt dieser Aspekt mit der Erdkugel heraus. Geodätische Krümmung. Es ist einfach das geradestmögliche, was man tun kann, wenn man auf der Erde unterwegs sein möchte. So ganz gerade geht ja nicht, sonst müsste man sich ja schnurgerade in die Lüfte erheben und dann weg. Sie verschwinden im Weltraum. Wenn man also auf der Erdoberfläche bleiben möchte, dann ist die geradestmögliche Kurve mit Krümmung 0 ein Großkreis. Und das ist natürlich was durchaus Anschauliches und Wichtiges, weil so fliegen ja auch Flugzeuge, um Treibstoff zu sparen. Wäre das dann eine Geodätengleichung bei der absoluten Änderung des Magnetfelds, wenn man die 0 sieht? Wir kommen gleich dazu. Dort soll es hingehen und es freut mich, dass Sie es schon bemerken sozusagen. Genau. Also, ich schreibe da noch her. Okay. Geodätische Krümmung. Mir ist sehr wichtig, dass Sie diese Dinge, soweit es eben geht, sich anschaulich gut vorstellen können. Und wenn man sich also denkt, man ist auf der Erdoberfläche auf einem Großkreis unterwegs, dann ist uns natürlich klar, das ist keine Gerade und Sie würden meinen, dann kann doch das Kappa nicht 0 sein, aber es ist die geradestmögliche Kurve auf einer solchen Kugeloberfläche. Und damit kommt diese geodätische Krümmung als 0 heraus, wenn man die ganze Kurve in der zweidimensionalen Kugelfläche betrachtet, dann ist dieses QI gleich QI von T, hat nur zwei Komponenten. Da haben Sie zum Beispiel ein Theta ist gleich Theta von T und ein Phi ist gleich Phi von T. Weil Theta und Phi sind die zwei Koordinaten auf der Kugeloberfläche. Geografische Breite, geografische Länge. Und wenn man das macht und den entsprechenden 2x2 Metriktensor verwendet, dann kommt da für einen Großkreis, können Sie sich durchrechnen, das ist nicht so kompliziert, kommt dann 0 heraus. Okay. Also so viel zum Krümmungsbegriff. Und die Frage wurde schon richtig gestellt. Und hier kommt gleich die Antwort. Wir definieren uns jetzt, was eine geodätische Linie ist. Jetzt haben wir da vorhin die geodätische Krümmung gehabt, jetzt die geodätische Linie. Das schaut alles so aus, als ob sie das nur auf die Erde beziehen würde. Natürlich nicht, aber da kommt unser anschaulicher Hintergrund her sozusagen. Und dann kann man das alles, ohne irgendetwas zu ändern, alles was da steht, bleibt, auch auf höherdimensionale Räume verallgemeinern, ohne sich das dann noch vorstellen zu können. Aber da gewöhnt man sich dann bald dran, dass man eben das nicht mehr vorstellen kann. Und dann kann man das gleichermaßen dort auch verwenden. Also die geodätische Linie ist eine Kurve, schreiben wir das einmal so auf, längs der ihr Tangentenvektor sich nicht ändert.
ihr, also der Kurve, ihr Tangentenvektor. Sich nicht ändert. Eine verbale Definition, die es voll aussagt, nur klarerweise lässt sich das alles dann sehr einfach in eine formale Form bringen, denn dass sich der Tangentenvektor nicht ändert, das bedeutet, daher muss dti nach dt gleich 0 sein. Zweimal ist es t. Einmal t für Tangente und dann t für Time, weil sich das schon ankündigt, dass man den Parameter t oft als die Zeit wählt in der Anwendung auf physikalische Vorgänge. Naja, und das heißt dann natürlich auch, dti nach dt ist gleich 0. Und das bedeutet, da braucht man wieder nur das da hernehmen, dti nach dt ist gleich 0. d2qi nach dt Quadrat plus Gamma i mn. Und dann haben wir eben dqm nach dt. dqn nach dt gleich 0. Eine berühmte Differentialgleichung in der Riemannschen Geometrie, die Differentialgleichung der geodätischen Linien. Und ich glaube, jetzt, nach dem bisschen, was wir uns da so überlegt haben, sollte das für Sie sehr übersichtlich sein, was das zu bedeuten hat. Wir haben einfach festgelegt, dass eben wir Kurven betrachten, bei denen dieses dti nach dt gleich 0 ist. Die nennen wir geodätische Linien. d2qi nach dt Quadrat plus Gamma i mn, dqm nach dt, dqn nach dt. Und jetzt kann man also etwas zeigen, und zwar, das führe ich aber jetzt nicht im Einzelnen durch. Das sind aber keine wüden Angelegenheiten. Heute ist die letzte Vorlesungsstunde. Ich möchte den Stoff so weit bringen, dass Sie einen geschlossenen Abschluss haben und dass man das zeigen kann. Da müssen Sie halt dann in der Literatur nachschauen, wann Sie wollen, wie man das und wo man das dann nehmen kann. Man zeigt, dass jede Verbindungskurve zweier Punkte in der betrachteten Mannigfaltigkeit brauchen wir nicht dazu schreiben, in der betrachteten Mannigfaltigkeit. Wir müssen ja irgendeine Riemannsche Mannigfaltigkeit, also einen Riemannschen Raum betrachten, sonst hätten wir kein GIJ und könnten gar nichts anfangen. Also jede Verbindungslinie zweier Punkte, jetzt schreibe ich es auch da her. Im Riemannschen Raum deren Länge einen Extremwert annimmt. Ist eine geodätische Linie. Also, man betrachtet zwei Punkte, A und B.
Und dazwischen können verschiedenartigste Kurven verlaufen. Und jede Verbindungskurve dieser beiden Punkte in dem betrachteten Riemannschen Raum, deren Länge einen Extremwert annimmt, das kann ein Minimum sein oder ein Maximum, ist eine geodätische Linie. Das heißt, wenn man die Linie ein bisschen verändert, dann wird sie entweder, wann es ein Minimum war, ein bisschen länger, oder wann es ein Maximum war, ein bisschen kürzer. Das ist die Eigenschaft der mit dieser Differentialgleichung vorgegebenen Kurven. Naja, und da ist dann zu erkennen, als ein typisches Beispiel auf einer Kugelfläche, also auf einer Kugelfläche, sind die geodätischen Linien die Großkreise. Oder Großkreise sind geodätische Linien. Da kann man sich das wirklich gut vorstellen. Denken Sie, das ist eine Kugel, ein Globus. Und da denken Sie, dass Sie meinetwegen, also den Globus, Wien und New York. Ein Großkreis geht so über Island irgendwie drüber und der andere geht hinten herum. Beim einen ist die Länge ein Minimum und beim anderen ist sie ein Maximum. Der ganze Großkreis, so oder so, ist der reine geodätische Linie. Und wenn Sie irgendwelche anderen Linien nehmen, sind das dann keine geodätischen Linien. Und man kann also zeigen, das führe ich nicht durch, das ist auch wirklich nicht so tragisch, dass also diese Differentialgleichung im Fall einer Kugelfläche, wenn man also hier manchen Raum eine Kugelfläche betrachtet, zweidimensional, Theta und Phi und den richtigen Metriktensor, der bestimmt ja immer alles, vergessen Sie nicht, der Metriktensor macht es. Dann kriegt man durch Lösung dieser Gleichung Großkreise heraus. Nehmen irgendwelche zwei Punkte und kriegen damit den entsprechenden Großkreis heraus. Also das ist die Anwendung dieser absoluten Ableitung auf den Verlauf von Kurven und damit eine geometrische Anwendung. Nachdem Sie aber alle, wie Sie da sitzen, hauptsächlich nehme ich an, Physiker sind, ist natürlich auch wichtig, sich zu überlegen, was denn das eigentlich für physikalische Anwendungen hat. Jetzt wollen wir einmal wirklich davon ausgehen, dass diese Kurve QI gleich QI von T nicht irgendeine geometrische Kurve ist, sondern eine Bahnkurve eines Körpers in dem betrachteten Riemannschen Raum. Also physikalische Anwendung. Also die Kurve C ist eine Bahnkurve. T, der Parameter, ist die Zeit. Damit das also jetzt Hand und Fuß kriegt, gewissermaßen. Naja, und da kann man sich sofort die Geschwindigkeit ausrechnen. Ja, da fällt Ihnen natürlich aus der Physik ein, da braucht man den Ortsvektor R-Pfeil und dr-Pfeil nach dt, das ist dann der Geschwindigkeitsvektor V-Pfeil. Und dv-Pfeil nach dt, das ist dann der Beschleunigungsvektor A-Pfeil. Das ist Ihnen wahrscheinlich allen geläufig, sollte jedenfalls sein jetzt am Ende des zweiten Semesters. Naja, nur die blöde Geschichte ist, in so einem Riemannschen Raum, da haben wir keinen Ortsvektor. Wie wollen Sie das machen? Angenommen, Sie befinden sich also auf der Kugel, wo ist da ein Ortsvektor? Sie können natürlich irgendwo Ihren Nullpunkt hinsetzen, geografische Länge gleich Null, geografische Breite gleich Null oder irgendwie, und dann von dort aus einen Ortsvektor. Aber was heißt, geht der dann so unter der Kugel durch und trifft dann wieder raus? Das ist ja unsinnig. Und über die Kugelfläche drüber können Sie keinen Ortsvektor ziehen. Der Begriff
des Ortsvektors ist eigentlich nur so lang zweckmäßig, solange man kartesische Koordinaten betrachtet, was man natürlich am Anfang gern tut, weil da kann man die ganze Mittelschicht verwenden. Aber das geht wieder nur in euklidischen Räumen. Und wir sind natürlich froh, dass wir auf das nicht beschränkt sind, sonst hätten wir uns nicht letzte Woche mit gekrümmten vierdimensionalen Raumzeiten beschäftigen können, die ja der Ausgangspunkt zur Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie sind. Sie erinnern sich, vorige Woche haben wir ja die Feldgleichungen aufgestellt. Das sind Gleichungen zur Bestimmung des Metriktensors und natürlich des Metriktensors auf einem gekrümmten Riemannschen Raum, denn nur die Krümmung macht dann die Wirkung der Gravitation aus. Also ich wollte nur jetzt klarstellen, dass man mit einem euklidischen Raum in dem Zusammenhang überhaupt nichts angefangen haben. Also daher geht das nicht so ohne weiteres mit dem Ortsvektor. Aber was ja auch bekannt ist, dass der Geschwindigkeitsvektor ja immer ein Tangentenvektor an die Bahnkurve ist. Das ist ja die Haupteigenschaft der Geschwindigkeit, dass der Vektor ein Tangentenvektor jeweils zeigt immer in der Richtung, in die sich die Geschichte gerade bewegt. Nicht? Also daher können wir in dem Fall jetzt schreiben, der Geschwindigkeitsvektor V-Pfeil ist beschrieben als Vi und das ist in dem Fall eben nichts anderes als dQi nach dt, also der Tangentenvektor. Dass das mit den hergebrachten Definitionen im euklidischen Raum und mit kartesischen Koordinaten zusammenpasst ist, brauche ich nur statt qi xi schreiben. Dann haben wir dxi nach dt, das ist d nach dt von den xi und die xi sind nicht nur die Koordinaten des Punktes, sondern auch die Komponenten des Ortsvektors, der vom Ursprung dorthin weist. Also wenn man das so euklidisch macht und mit kartesischen Koordinaten, dann ist das wie gehabt. Und das ist eben jetzt die Verallgemeinerung. Wenn man also nicht diese Möglichkeit hat, dann ist es einfach dqi nach dt. Und da brauchen Sie sich keinen Ortsvektor dazu vorstellen. Die qi von t, das ist die Parameterdarstellung der Bahnkurve, t ist die Zeit, alles ist klar. Zu jedem Zeitpunkt weiß man, wo der Punkt gerade ist, das ist eben die Bahnkurve. Also hat man hier den Geschwindigkeitsvektor. Na, und jetzt natürlich liegt die Geschichte auf der Hand. Wenn Sie jetzt die Beschleunigung bilden wollen, das war die Geschwindigkeit. Jetzt die Beschleunigung, das ist wieder das A-Pfeil. Können wir ruhig so bezeichnen wie bisher. Das ist ja nichts Geheimnisvolles, was wir da tun. Bei der Beschleunigung geht es darum, wie sich der Geschwindigkeitsvektor ändert pro Zeiteinheit. Das ist ja das, was man anschaulich hier aus der Physik weiß. Das ist die Definition. Also ist dieses AI natürlich ist nichts anderes als die absolute Ableitung des Geschwindigkeitsvektors. dVi nach dt. Und wieder die absolute Ableitung, weil es geht ja um die Änderung des Vektors längs der Kurve. Es geht nicht nur um ein dA nach dqi, es geht noch ein dA-Pfeil nach dt. Das ist das, was die Beschleunigung ausmacht. Also die absolute Ableitung des Tangentenvektors. Und das kann man natürlich auch ausschreiben. Das ai ist daher gleich dVi nach dt und das ist Vi ist eben der Tangentenvektor. Also braucht man eigentlich nur da oben das noch einmal aufschreiben und kriegt also dann d2qi nach dt Quadrat. Nach dt Quadrat und dann haben wir dann wieder die Christoffel-Symbole plus Gamma i m n dqm nach dt, dqn nach dt.
Und Sie sehen, das passt jetzt wieder ganz schön zusammen. Denn denken Sie jetzt, Sie sind wieder in einem euklidischen Raum. Es ist ja nichts Unanständiges, in einem euklidischen Raum zu sein. Und dann können Sie dort, was auch nicht unanständig ist, kartesische Koordinaten einführen. Und was bleibt dann stehen? Die Gamma sind dann alle Null, weil die Christoffel-Symbole, die werden immer Null sein, in einem Raum, der nicht gekrümmt ist. Und dann bleibt, nein, so darf ich es nicht sagen, aber bei kartesischen Koordinaten. Das war jetzt falsch. Aber wenn man kartesische Koordinaten einführt in einem euklidischen Raum, dann sind die Gamma alle Null, weil der Metriktensor konstant ist. Das ist ja die Einheitsmatrix. Und was bleibt stehen? D2xi nach dt². Damit sind wir bei der althergebrachten Bezeichnung, Definition eben für Geschwindigkeit und für Beschleunigung. Naja, aber jetzt kommt etwas, worauf ich besonders hinweisen möchte. Noch einmal so ein Ansatzpunkt, der dann auch die Anwendung in der allgemeinen Relativitätsmechanik dann ergibt. Weil es ist jetzt so, dass man auch damit wieder Bewegungsgleichungen aufstellen kann. Und zwar witzigerweise völlig analog zum zweiten Newtonschen Axiom, also zum Trägheitssatz. Trägheitssatz ist was anderes. Wie heißt das zweite? Aktionsprinzip. Das Aktionsprinzip. Und da steht dann einfach da, M mal AI ist gleich FI. Das sind die Bewegungsgleichungen in der allgemeinen Relativitätsmechanik. Aber eine ganz wichtige Sache muss jetzt dazu gesagt werden. Nachdem ja bei der allgemeinen Relativitätsmechanik die Gravitationswirkung durch die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit beschrieben wird, ist die ja damit schon beschrieben. Das heißt, diese Kraft ist alles nur nicht die Gravitationskraft. Das können also elektromagnetische Kräfte sein, irgendwelche mechanischen Kräfte, was auch immer, aber nicht die Gravitationskraft. Also, das FI ist nie die Gravitation. Aber alles, was sonst noch sein kann, ne? Das ist ja so allgemein die allgemeine Relativitätstheorie auch ist, aber sie umfasst natürlich nicht alle Kräfte. Der Einstein hat ja den Rest seines Lebens immer wieder versucht, es noch weiter auszuweiten, aber so eine TOE, eine Theory of Everything, ist bis heute nicht zustande gekommen. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Also, da steht halt alles drin, was es sonst noch gibt. Aber wenn nur die Gravitation wirkt, dann ist das Fi gleich Null. Und dieses MAI gleich Null oder AI gleich Null ist wiederum die Geodätengleichung. Weil das, was da steht, D2QI nach dt² und so weiter, das ist haargenau das, was da hier steht. Gar kein Unterschied. Das heißt, wenn nur die Gravitation wirkt, dann werden sich die Körper auf geodätischen Bahnen bewegen. Und die geodätischen Bahnen sind beschleunigungsfreie Bahnen, weil das AI dann Null ist. Beschleunigungsfreie Bahnen. Und das ist jetzt sozusagen noch das Kontrastück zu den Feldgleichungen, die wir letztes Mal besprochen hatten. Weil da ist es ja darum gegangen, wir können aufgrund der Verteilung der Energie- und Massendichten einerseits und der Impulse andererseits im Raum bei der vorhandenen Materie
einen Energieimpulstensor bestimmen und dann ergibt sich diese Einsteinsche Feldgleichung oder Gleichungen, seine mehrere, eben in der entsprechenden Form, wie wir es ja besprochen haben. GJ ist Kappa mal, G-Menü ist Kappa mal T-Menü. Also bei vorgegebener Energie- und Impulsverteilung ergibt sich ein Feld, sprich ein in gewisser Weise gekrümmter vierdimensionale Raumzeit. Und das sagt jetzt aus, wie sich in dieser vierdimensionalen Raumzeit dann Massen bewegen werden. Nämlich auf beschleunigungsfreien Bahnen, wenn also nur Gravitation vorhanden ist, und das bedeutet auf geodätischen Linien. Und wenn es, wo der Raum besonders stark gekrümmt ist, dann sind diese geodätischen Linien so quasi von außen betrachtet ziemlich gekrümmt. Aber sie sind nicht gekrümmt, weil die geodätischen Linien sind eben diejenigen, wo sich der Tangentenvektor ja nicht ändert. Obwohl, wenn der Raum sehr gekrümmt ist, ändert er sich sehr wohl, aber nicht aus der Sicht des Raumes, in dem man sich befindet. Da müssen Sie aufpassen, das ist das, was ich Ihnen da mit der Krümmung erklärt habe. Der Meridian ist von außen betrachtet gekrümmt, aber aus der Sicht der Erdoberfläche ist er nicht gekrümmt, weil er die geradestmögliche Kurve darstellt. Verstehen Sie das? Und das ist einfach eine Verallgemeinerung auf eine vierdimensionale Raumzeit, wo man sich das nicht mehr gut vorstellen kann. Aber im Hintergrund kennen Sie alle wieder diese geodätischen Geschichten. Deswegen wurde das ja so bezeichnet, weil das eben irgendwie die Anschaulichkeit noch unterstützt gewissermaßen. Ja? Also das zeigt jetzt die physikalische Anwendung, dass eben diese geodätischen Linien die wichtige Eigenschaft haben, dass sie die Bahnkurven von Massen, Materiepunkten in der gekrümmten vierdimensionalen Raumzeit darstellen. Und jetzt, wir haben noch ein bisschen, gehen wir zum Punkt 27, parallele Vektoren. Und das soll noch ein bisschen die Anschaulichkeit steigern bezüglich der Frage der Änderung von Vektoren längs Kurven. Und da definieren wir gleich zu Anfang, wir betrachten jetzt immer eine Kurve C, sowas wie da oben steht, QI ist QI von T. Immer wieder. Zwischendurch haben wir einmal als Parameter die Bogenlänge gewählt, damit wir das mit der Krümmung zustande bringen. Dann haben wir als Parameter die Zeit gewählt. Jetzt kann wieder irgendwas der Parameter sein. Und wir beschreiben heute eine Kurve. Und wir definieren jetzt als erstes einen längs der Kurve C parallel verschobenen Vektor. Und wir nennen das auch, und das ist in der Literatur oft so beschrieben, Sie sollten diesen Ausdruck kennen, Parallelverschiebung nach Levi-Civita. Da sind die Italiener groß gewesen, der Ricci und der Bianchi und der Levi-Civita. Da haben sie so Schulen herausgebildet offensichtlich, die das alles bereits entwickelt und erforscht hatten, bevor sie der Einstein darauf gestürzt hat. Und da ist er dann schrittweise dem allen nachgegangen, auf diese Bianchi-Identitäten ist er fast spät draufgekommen sozusagen, weil die dann der Schlüssel für das Aufstellen der kovarianten Feldgleichungen waren. Aber die haben diese ganze Geometrie, die ursprünglich auf Riemann zurückgegangen ist, wunderbar entwickelt. Also das ist schon eine tolle Sache, wie die Geometrie da, die uns alltägliche euklidische Geometrie da in exzellenter Form verallgemeinert werden kann. Und noch dazu, ich will das immer wieder betonen, ohne dass man auf eine bestimmte Dimensionalität beschränkt ist. Dieselben Gleichungen, die man für die Kugeloberfläche verwenden kann, kann man in völlig gleicher Weise für höhere Dimensionen
auch verwenden, nur zum Rechner wird es mehr, weil natürlich viel mehr Komponenten vorkommen. Damit wird die Geschichte schon schwieriger. Wenn also unser Anschauungsraum schon 5 Dimensionen hätte, eine 6-dimensionale Raumzeit wäre dann also schon eine schreckliche Sache. Es sind die 4 schon arg genug. Nicht? Aber im Zeitalter der EDV hätte man das dann auch zustande gebracht. Nur ob das also seinerzeit bereits ohne EDV, naja, wollen wir nicht spekulieren. Also die längs einer Kurve C parallel verschobener Vektor, ich schreibe nach Levi Civitar, denkbar einfach. Ein Vektorfeld, bei dem die absolute Ableitung gleich 0 ist. Ganz einfach. Naja, und natürlich schreit es sofort nach einer anschaulichen Darstellung, die werde ich Ihnen jetzt so schnell wie möglich geben. Zunächst einmal diese Parallelverschiebung, die nennt man auch Parallelentransport, so findet man das auch in der Literatur. Das ist irgendwie jetzt ein bisschen moderner und hipper, das so als Parallelentransport eines Vektors zu betrachten. Aber so aus den Zeiten, wo man mit Dreiecken gearbeitet hat, hat man die Parallelverschiebung, so durch Verschiebung von Dreiecken gemacht. Jetzt transportiert man sie. Das ist dasselbe. Okay. Also Parallel, Vektorfeld mit dAi nach dt gleich 0. Und jetzt schauen wir noch die geometrische Bedeutung. Natürlich immer, wenn Sie das so wie es ist, auf einen euklidischen Raum und dann womöglich mit kartesischen Koordinaten anwenden, kommt trivialerweise alles heraus. Weil dann ist es wirklich ein paralleler Vektor und das dxi nach dt ist dann 0, also das ist alles ganz einfach. Also nicht xi, sondern dai nach dt, aber das ai dann in kartesischen Koordinaten. Nicht? Na gut. Eine Sache, die man sogar schnell leicht beweisen kann, ist, an jedem Punkt der Kurve C, die wir da betrachten, hat der parallel verschobene Vektor immer die gleiche Länge. Der Kurve C hat parallel verschobener Vektor, gleiche Länge. Und das kann man Gott sei Dank wirklich sehr leicht zeigen. Rechnen wir uns aus, d nach dt von... Und da schreiben wir einfach hinein, absolut a zum Quadrat. Naja, werden wir schauen, was kommt heraus. Absolut a zum Quadrat ist das Quadrat der Länge von dem Vektor. Naja, das ist dasselbe wie d nach dt von a oben i, a unten i. Ich glaube, das brauche ich nicht näher erläutern. Und das ist wieder dasselbe, weil das ja ein Skalar ist, dieses a oben i mal a unten i. Und die absolute Ableitung eines Skalars, dasselbe ist wie die normale Ableitung des Skalars, ist das auch d nach dt von a oben i, a unten i. Das sind so die Tricks dieser Tensorleute. Und jetzt kann man die Produktregel anwenden, weil die geht bei der Kovariantenableitung, wie wir gesehen haben. Das heißt, das ist AI
mal, also was schreibe ich denn? A oben I mal D nach dt von A unten I plus A unten I mal D A oben I nach dt. Also das erste unverändert, das zweite differenziert, A oben I mal D A unten I nach dt plus zweite unverändert oder erste differenziert und zweite unverändert. So steht es da. Aber es geht um einen parallel verschobenen Vektor. Daher muss das dAi nach dt gleich 0 sein und sowohl Kontra- als Kovariant natürlich. Und damit ist es 0. Und damit ist das d nach dt von der Länge gleich 0 und die Länge konstant. Zwei Zeilen. Sehr elegant. Also damit gilt einmal das. Und dann, das ist natürlich noch nicht sehr atemberaubend. Aber immerhin schön, dass man weiß, wann der Vektor parallel verschoben wird, längs irgendeiner Kurve, ändert er auch seine Länge nicht. Das nächste ist, an jedem Punkt der Kurve schließen zwei parallel verschiedene verschobene Vektoren den gleichen Winkel ein. An jedem Punkt von C, der Kurve C, schließen zwei parallel verschobene Vektoren A-Pfeil und B-Pfeil den gleichen Winkel ein. Also stellen Sie sich vor, längs einer Kurve wird ein solcher Vektor und ein solcher Vektor parallel verschoben. Die tut da irgendwie herum, aber der Winkel zwischen den beiden wird sich nicht ändern. Naja. Und auch das geht in einer völlig ähnlichen Art und Weise. Und Sie sollen sehen, wie einfach das alles ist. Hier verwendet man so urtümliche Ausdrücke, die Sie lang kennen. A mal B, Skalarprodukt ist absolut A, absolut B, mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Und daher schauen wir uns jetzt einfach hier an, analog, wie wir da D nach dt von absolut A Quadrat gemacht haben, schreiben wir jetzt auf D nach dt von, und da schreiben wir jetzt einfach rein das Skalarprodukt. A mal B, das ist wieder ein Skalar, so wie absolut A Quadrat ja auch ein Skalar ist. Also D nach dt von A mal B. Und das ist daher auch D nach dt von A oben I, B unten I. Und dieses A mal B, das brauche ich ja, Sie sind ja schon alte Füchse und Füchsinnen, nicht? Ist absolut A mal absolut B mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Und die Beträge ändern sich nicht. Wo ist das? An jedem Punkt hat ein parallel verschobener Vektor die gleiche Länge. Also der Vektor A und der Vektor B haben jeweils eine Länge, die sich beide nicht ändern. Das heißt, wenn sie absolut A und absolut B nicht ändert, und wenn das jetzt vielleicht 0 ist, muss der Winkel auch konstant gewesen sein. Was da steht, ist absolut A mal absolut B mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Absolut A und absolut B ist sowieso konstant. Wenn jetzt das dann auch 0 wird, muss also der Winkel konstant sein. So einfach. Und das geht jetzt ganz in gleicher Weise, denn wir kennen das jetzt wieder, nachdem das ein Skalar ist, so wie das da ein Skalar war, schreiben wir es groß D nach dt von diesem AI, BI. Und da machen wir wieder die Produktregel. Ich geniere mich fast, das da noch einmal aufzuschreiben. Vielleicht sollte ich es gar nicht mehr aufschreiben, aber bitte. Also da haben wir AI, erstes undifferenziert, mal D, BI nach dt plus BI mal D. AI nach dt und nachdem beide parallel verschobene Vektoren sind,
ist das 0 und das 0 und daher das ganze 0 und die Geschichte bewiesen. Also die haben noch dazu den gleichen Winkel miteinander. Und jetzt kommt die geometrische Bedeutung schon näher, denn, genau, das geht ja nur auf der Tafel aus, dann muss ich halt auf die dritte Tafel auswandern. Also, laut Definition der geodätischen Linie, das kommt jetzt wieder vor. Sie sehen, dieser Begriff durchzieht diese Geometrie, die wir da hier betrachten. Bei geodätischen Linien ist der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor. Brauchen Sie da noch hinschauen, wie haben wir es denn definiert? Eine Kurve, längs derer ihr Tangentenvektor sich nicht ändert, ist eine geodätische Linie. Das heißt, der Tangentenvektor, wenn er sich nicht ändert, ist d nach dt dieses Vektors ist 0, das ist ein parallel verschobener Vektor. Also bei geodätischen Linien ist der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor. Das ist, so können Sie das auch als Definition nehmen. Eine geodätische Linie ist eine solche Linie, wo der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor ist. Das ist dasselbe. Wir haben das halt von der Seite aufgezogen. Aber es ergibt sich natürlich sofort. Bei geodätischen Linien ist der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor, ist Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor. Also wenn Sie als geodätische Linie zum Beispiel eben auf der immer wieder zitierten Kugeloberfläche, denken Sie wieder an die Erde, wir sind ja wieder bei geodätischen, Geo ist ja die Erde, an einen Meridian oder an den Äquator, das ist ja Großkreis, dann ist der Tangentenvektor an den Meridian ein in sich parallel verschobener Vektor. Und blöd ist das ja nicht, denn wenn Sie sich denken, ein Schiff, Kapitän hat genau Südkurs eingestellt und fährt also immer nach Süden von irgendwo weg, dann ist das längs eines Meridians. Und wenn der immer so fährt, ist das aus seiner Sicht immer dieselbe Richtung, dass sich unter ihm die Erde ein bisschen wegdreht, das merkt er nicht. Höchstens, wenn er am Himmel schaut, aber das merkt er auch nicht so, weil da dreht sich alles weiter. Also, das ist gar nicht so unmittelbar sichtlich, dass das eben dann eine konstante Richtung ist, aber von außen betrachtet, wenn man die Erde anschaut, hat er sich natürlich sehr wohl geändert. Aber trotzdem, Parallelverschiebung, das ist das Parallelste, wo geht sozusagen. Mehr können Sie nicht in einer solchen gekrümmten Riemannschen Raum. Das ist halt die Verallgemeinung des Parallelbegriffs auf gekrümmte Riemannsche Räume. Bevor man überhaupt fallen lässt, relaxiert man in etwas, damit man halt immer noch einen parallelen Begriff hat. Aber natürlich, es muss dann für einen euklidischen Raum schon wieder das rauskommen, was man so richtig aus einem echten parallelen Begriff hat. Und dann ist aber auch nicht unecht, sondern das ist halt nur unsere Vorstellung, weil wir halt so euklidisch denkende Menschen sind, nicht? Dass da das Parallele halt, was echt Paralleles sein muss, und zwar parallele Geraden dürfen sich nie schneiden. Nicht? Naja, auf einer Kugelfläche stimmt das nicht. Wenn die beide so auf Meridianen unterwegs sind, beim Pol treffen sie sich dann nicht. Und so gesehen, das ist ja die große Leistung gewesen, weshalb das mit dem Riemannschen Raum so wichtig war, wurde durch die Entwicklung durch Riemann einer nicht-euklidischen Geometrie dann bewiesen, dass das Parallelenaxiom von Euklid ein unabhängiges Axiom ist, das sich nicht aus den anderen herleiten lässt. Weil es gibt
Geometrien, wo es nicht gilt. Und da kann man auch eine Geometrie aufbauen. Daher ist es ein unabhängiges Axiom, das eben dann den euklidischen Raum festlegt. Und mit denen haben wir ja nichts am Hut. Wir reden ja jetzt ganze Zeit von gekrümmten Mannigfaltigkeiten. Und da haben wir das eben als den Parallelitätsbegriff. Und als letztes, was ich in dem Zusammenhang noch sagen möchte, ist, wenn wir das jetzt anschauen, dass an jedem Punkt der Kurve C zwei parallel verschobene Vektoren immer den gleichen Winkel einschließen und dass bei geodätischen Linien der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor ist, dann kann man auch sagen, längs einer geodätischen Linie, und das schreibe ich jetzt da noch her, hoffentlich bringe ich es noch her, das ergibt sich sofort daraus, längs einer geodätischen Linie ein Vektor, ein parallel verschobener Vektor und der Tangentenvektor haben immer den gleichen Winkel. Also ein, fangen wir mit ein an, das ist besser zum Verstehen. Ein längs einer geodätischen Linie parallel verschobener Vektor braucht also kein Tangentenvektor zu sein. Und der Tangentenvektor bilden einen konstanten Winkel. Das folgt daraus sofort, weil der Tangentenvektor ist ja auch ein längs der geodätischen Linie parallel verschobener Vektor. Und wenn der andere jetzt auch ein parallel verschobener Vektor ist, dann muss der entsprechend dem, müssen die den gleichen Winkel miteinander haben. Und wenn Sie also jetzt sich denken, wiederum ewig, da dem Meridian folgend, und jetzt nehmen Sie einen Vektor, der einen bestimmten Winkel einbildet, relativ zu diesem Tangentenvektor, dann bewegt sich der so weiter und das bleibt auch ein parallel verschobener Vektor. Ja? Also wenn man da eine solche geodätische Linie hat, und da haben Sie da so die Tangentenvektoren, die da also parallel verschoben sind, dann gibt es da einen zweiten Vektor, der hat dann da diesen Winkel hier wieder, und das ist auch ein parallel verschobener Vektor. Verstehen Sie, was ich meine? Da kann man sich schon vorstellen, wie das ist. Nur wichtig ist, dass das hier jetzt eine geodätische Linie sein muss. Sonst stimmt es nicht, weil sonst sind auch die Tangentenvektoren keine parallel verschobenen Vektoren. Naja, und jetzt möchte ich den letzten Abschnitt, den ich da noch betrachten möchte, nicht mehr mit einem Beweis beenden. Beweise haben wir schon genug. Na, das brauche ich auch noch. Aber ich glaube, im Skriptum könnte es sogar drin sein. Sondern noch zwei geometrische Schlussfolgerungen ziehen, die beide eine geometrische Veranschaulichung von Objekten sind, die wir schon kennen. Also, das Erste ist, wir betrachten die Änderung der Vektorkomponenten. Eines Vektors A-Pfeil. Bei einem parallelen Transport, jetzt schreibe ich es halt einmal so, bei parallelen Transport um ein Delta T. Also um ein kleines Stück einer Kurve,
die als Q gleich Q, QI gleich QI von T gegeben ist. Naja, und da muss also gelten, dAi nach dt ist gleich 0. Und wenn man das also jetzt durchrechnet, und also jetzt kann ich da nichts mehr verschieben, und das ist also wirklich nichts Tragisches, aber durch nach einigen Schritten, oder sagen wir ruhig nach einfachen Schritten, folgt dann, dass das Delta AI, also die Änderung der Vektorkomponenten AI, des Vektors A, bei parallelen Transport längs der Kurve C um Delta T, kommt heraus, dass das ungefähr gleich ist. Da macht man so Näherungen, als dass df von x gleich f von x dx ist. Für kleine ist die Tangente wie die Kurve. Das ist das, was man da jetzt halt verwendet. Dann ist dieses Delta AI ungefähr gleich minus Gamma I Lj. Und dann haben wir da ein AL-Pfeil, also AL. Und dann dQj noch dt. Schauen wir, dass ich Ihnen das jetzt nicht falsch aufschreiben habe. dAi ist ungefähr gleich minus Gamma I Lj AL mal dQj noch dt mal Delta T. Also man könnte auch stattdessen Delta QJ schreiben. Delta QJ nach dt, Delta t ist Delta QJ. Aber mir liegt dran, es muss längs der Kurve gehen. Daher jedes Mal noch nach Delta, nach dt und dann mal Delta t. Dann ist sichergestellt, dass das ein Parallelentransport längs der Kurve ist. Und da sehen Sie, hier drinnen steht der Zusatzterm der Kovariantenableitung. Dieses Gamma I, L, J, A, L. Ich glaube, Sie erinnern sich, dass man das haben wir da sicher oben irgendwo stehen gehabt. Wo ist denn da so ein Kovariant? Da oben haben Sie es, Gamma I, M, N, T, M. Sehen Sie, der I, N, M, T, M. Das ist der, da haben Sie da wieder, I, L, J, A, L. Das ist also der Zusatzterm der Kovariantenableitung. Und Sie sehen damit die geometrische Bedeutung des Zusatztermes der Kovariantenableitung. Der bestimmt die Änderung der Vektorkomponenten bei einem parallelen Transport längs der Kurve. Also da bleiben die Vektorkomponenten nicht gleich, obwohl der Vektor parallel bleibt. Das ist genau das, was durch diesen Zusatzterm in der Kovariantenableitung hier bestimmt wird. Und wenn Sie jetzt überlegen, wir befinden uns im euklidischen Raum und wir verwenden zum Beispiel kartesische Koordinaten, dann werden alle Christoffel-Symbole gleich 0 sein. Damit ist der Term gleich 0 und dann werden sich die Komponenten des Vektors eben nicht ändern, wenn er parallel verschoben wird. Und das sagt dann ja an sich der sogenannte gesunde Menschenverstand. Aber nur, solange man eben so eine vereinfachte Situation hat. Während wenn Sie einen gekrümmten Riemannschen Raum haben und diese Gammas nicht 0 sind, dann wird im Allgemeinen, werden sich die Komponenten eines Vektors bei einem parallelen Transport eben ändern. Und diese Änderung wird mit diesem Zusatzterm bestimmt. Also damit sehen Sie die unmittelbare, anschauliche Bedeutung dieses Zusatzterms. Und zum Schluss machen wir was Ähnliches jetzt für den ganzen Riemannschen Krümmungstensor. Und diesen Beweis habe ich mir gar nicht vorgenommen, dass ich Ihnen bringe. Obwohl ich mir seinerzeit auch mal zusammengeschrieben habe, über ein paar Seiten.
wozu? Ich habe schon öfters gesagt, die Mathematiker sind sehr verlässliche Leute und man kann sich auf sie verlassen. Und das wollen wir also auch hier wieder anwenden. Man zeigt Folgendes. Wiederum, die Änderung der Vektorkomponenten AI. Aber diesmal, und das ist noch spannender, längs, also bei parallelen Transport, das bleibt ja auch noch wie es ist, aber jetzt nicht einfach um Delta T, sondern längs einer geschlossenen Kurve. Also das ist also P, Q, R, S und wieder P. So kann man sich so irgendwie so eine Art Rechteck vorstellen. Ist gegeben durch da haben wir wieder so ein Delta AI. Um was er sich letztlich geändert hat, wenn man rund um und um geht und wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt. Dieses Delta AI. Das ist sogar wieder mit einem Minus. Das ist alles sehr systematisch. Ungefähr natürlich. Minus. Und statt der Christoffel-Symbole kommt jetzt der ganze Riemann-Christoffelsche Krümmungstensor. Minus R und da haben wir oben dieses I und dann habe ich da geschrieben L, J, K und da kommt dann anschließend A, L. Es muss ja um den Vektor A selber einmal gehen, der steht ja da auch drin, dieses A, L. Also die Struktur ist ganz ähnlich. Und dann haben wir DQJ nach DQ1, DQK nach DQ2. Noch DT1, DQK, noch DT2, Delta T1, Delta T2. Und das bedeutet sowas, dass man da so auf diesem gekrümmten Raum da einen Punkt P, Q, R, S hat. Und da hat man da eine Kurve für, da ist T1 und da haben wir T1 plus Delta T1. Und da haben wir T2 und T2 plus Delta T2. So ist das aufzufassen. Und das geht dann halt irgendwie so herum wieder zum Anfang zurück. Und, ja. Macht einen Unterschied bei T, wo die Indizes stehen? Also, dass sie einmal. Natürlich wollte ich es umschreiben. Danke. Das wäre ärgerlich gewesen, wenn ich da jetzt einen Lapsus hineingeschrieben hätte. Danke. Ja, ja. Und damit sehen Sie jetzt hieraus eine unmittelbare geometrische, Veranschaulichung des Riemann-Tensors. Und wenn der Null ist, dann wird, wenn man da so einen Paralleltransport längs der geschlossenen Kurve hat, wird auch nichts herauskommen. Und das Ganze spielt sich auf einer Fläche im Riemannschen Raum ab mit den Parametern T1 und T2. Das Ganze ist eine Fläche, die dargestellt wird dadurch, dass, dass zu jedem Paar T1 und T2 in umkehrbarer Weise die ein Koordinaten in Tupel Q1 bis Qn zugeordnet wird.
Das heißt, mit jeder Angabe eines Parameterpaares T1 und T2 kriegen Sie einen Punkt in Ihrer Mannigfaltigkeit. Sprich, wiederum, was die Erdkugel haben und die befindet sich in einem Einbettungsraum und Sie geben ein bestimmtes Paar Theta und Phi an, dann haben Sie einen Punkt auf der Erdkugel und dem entspricht dann ein Koordinatentripel im Einbettungsraum, in dem die Kugel eingebettet ist. Also das ist praktisch eine Parameterdarstellung dieser Fläche hier, auf der diese kleine geschlossene Kurve ist. Naja, und um das also auch entsprechend noch sich geometrisch klar machen zu können, und damit schließe ich jetzt dann die Sache, schauen wir uns also noch einmal so die Erdkugel an und schauen uns einmal den Äquator an und dann einmal einen solchen Meridian und sagen wir halt einen solchen Meridian, die da natürlich senkrecht stehen auf den Äquator. Oder geht da nicht weiter der Äquator, dass Sie sich das so vorstellen können. Und da ist der Pol, der Nordpol. Und jetzt betrachten wir da hier diesen Punkt. Na, den Punkt als Ausgangspunkt, P. Dann ist das Q, R, S und wieder P. Und jetzt passen Sie auf, was wir da machen. Das ist so ein Weg, ein geschlossener Weg. P, Q, R, S und wieder nach P zurück. P, Q, R, S und wieder nach P zurück. Ja? Das ist eine geodätische Linie. Daher gilt, wo da oben steht, ein Längs einer, na, bei geodätischen, Moment, die andere Tafel. Bei geodätischen Linien ist der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor. Da ist da nichts mit drauf los. Das ist eine geodätische Linie. Da ist der Tangentenvektor. Ja. Ich werde ja lieber noch umzeichnen. Da ist der Tangentenvektor. Herunter daher kommen, ist der da hier parallel verschoben, ja, weil das eine geodätische Linie ist, der Großkreis dieses Meridians, der ist ja bekanntlich ein Großkreis, und der Tangentenvektor bei geodätischen Linien, das ist eine, ist der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor. Jetzt gehen wir da entlang dieses Großkreises. Jetzt schieben wir denselben Vektor weiter. Und da haben wir jetzt das, ein längs einer geodätischen Linie parallel verschobener Vektor und der Tangentenvektor bilden einen konstanten Winkel. Da liegen die Tangentenvektoren hier so. Und das ist ein um 90 Grad dazu stehender Vektor. Der Winkel bleibt der gleiche. Das heißt, wenn wir hier ankommen, ist das ein rechter Winkel und das wieder ein rechter Winkel. Der Vektor wird so herüber parallel verschoben. Haben Sie mich verstanden? Schauen Sie sich den Satz an. Ein längs einer geodätischen Linie parallel verschobener Vektor und der Tangentenvektor bilden einen konstanten Winkel. Damit enden wir hier. Na gut. Jetzt gehen wir das Stück auf. Da wenden wir wieder das an. Bei geodätischen Linien ist der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor. Das ist ja da wieder der Tangentenvektor. Und der wird jetzt da so nach oben parallel verschoben, kommt dann letztlich da her. Und jetzt muss man aufpassen. Weil, da hier, das ist jetzt blöd, dass ich das da unten nicht so einzeichnet habe. Den zeichne da unten so entlang, diesen hinten entlang laufenden. Weil da hier zwischen S und T, da ist ein Breitenkreis. Der Breitenkreis, der wird etwa so liegen.
parallel zum Äquator, aber der ist ein Kleinkreis. Der ist keine geodätische Linie. Sie wissen das von den Flügen von Frankfurt nach New York. Die fliegen nicht auf einem breiten Kreis. Die fliegen hoch in den Norden hinauf und wieder herunter, weil es kürzer ist. Also die geodätische Linie wird etwa so ausschauen. Und jetzt wenden Sie wieder den letzten Satz ein. An längs einer geodätischen Linie parallel verschobener Vektor und der Tangentenvektor bilden einen konstanten Winkel. Der Winkel ist hier der Winkel und den wird es da wiedergeben. Also das geht da so herüber. Und der Vektor wird dann, da haben Sie also hier den Vektor und wenn Sie da rübergehen, müssen Sie wieder zu dem Tangentenvektor, der liegt ja dann so, wieder entsprechend diesen Winkel einzeichnen. Der wird dann etwa so ausschauen. Und schauen Sie, der Vektor liegt ganz anders. Verstehen Sie? Also, wenn Sie einen Vektor längs einer geschlossenen Kurve parallel verschieben, braucht er am Schluss nicht mehr dasselbe Vektor zu sein. Und der Unterschied der Komponenten dieses Vektors am Ende wird bestimmt durch den Riemann-Tensor. Wenn der Riemann-Tensor 0 ist, dann hat man einen flachen Raum und dann passiert das nicht. Und damit haben Sie auch eine sehr schöne letztlich Illustration dafür, wie intelligente Ameisen auf einen Fußball oder intelligente Menschen auf der Erdoberfläche durch Beobachtungen nur in ihrer Fläche feststellen können, ob das eine gekrümmte Fläche ist oder nicht. Denn wenn so ein Paralleltransport letzten Endes einen anderen Vektor ergibt, dann ist es ein gekrümmter Raum gewesen. Also da haben Sie auch noch einmal die geometrische, anschauliche Bedeutung des Riemannschen Krümmungstensors. Und damit sind wir am Ende der Vorlesung angekommen. Ich glaube und hoffe, dass ich Ihnen einen einigermaßen zusammenhängenden Überblick gegeben habe über das Ganze. Einerseits einige geometrische Aspekte und dann auch einige physikalische Aspekte. Heute war ein wichtiger Punkt die geodätische Linie, die wir auch jetzt am Schluss wieder gebraucht haben, um halt da diese geschlossene Kurve mit geodätischen Linien zu machen. Das muss hier nicht sein. Aber damit man schön parallel verschieben kann, ist es einfacher, das mit geodätischen Linien zu machen, weil bei geodätischen Linien der Tangentenvektor ein parallel verschobener Vektor ist. Und wenn man das da unten auch so schön verwenden kann. Und dementsprechend kann man das dann geometrisch sehr schön veranschaulichen, ohne es konkret quantitativ durchrechnen zu müssen. Also vielen Dank für Ihre Geduld, dass Sie bis zuletzt ausgeharrt haben. Und eine gewisse Anzahl von Ihnen allen sehe ich ja schon in einer Woche, weil da haben wir ja schon unseren ersten Kolloquiumsprüfungstermin am 5. Juli ab 10 Uhr in meinem Zimmer, erster Stock, Zimmer 55. Vielen Dank.